Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem kleinen Video von mir. Ja, wie ihr aus einem alten Video sicherlich schon wisst, bin ich ja begeisterter Tretroller-Fan und habe ja sonst den Jedo Dragster mit 20 Zoll Reifen. Das Ding ist mir irgendwie ein bisschen zu klein auf Dauer und im Gelände ist der nicht so richtig gut dabei. Und deswegen habe ich mir jetzt mal hier einen Kostka Mushing Max oder Mushing Max gekauft mit Scheibenbremsen. Der war sogar bei einem Händler mal im Sonderangebot. Ist ja bei so einem Nischenprodukt auch nicht so häufig der Fall. Ist jetzt mal keine Werbung, nur mal so zur Info. Den habe ich auch mit meinem eigenen Geld bezahlt, den Roller. Ist jetzt also kein Werbevideo. Wir packen das Ding jetzt mal kurzerhand aus und schauen mal, was da so drin ist. So, da seht ihr mal schon, was einen hier so erwartet. Das wird hier das Hinterrad sein, bereift mit Schwalbe Smart Sam Geländereifen. Okay, dann haben wir hier das Vorderrad, das größer ist. Auch Schwalbe Smart Sam Bereifung. Und dann ist hier drin gut geschützt der Rahmen mit Gabel und so weiter. Ich sehe gerade, eine Klingel ist sogar dabei. Okay, hole ich jetzt erstmal raus und dann schauen wir uns das Ganze nochmal an. So, dann kommen wir mal zum Lieferumfang. Die beiden Räder mit Bereifung habt ihr ja gesehen. Dann haben wir hier den Rahmen mit Gabel, die ist auch schon drin. Der Lenker, der ist hier so mit Kabelbindern befestigt, den muss man dann noch raufschrauben. Mitgeliefert ist dann auch ein Montagewerkzeug hier von der Firma Kostka. Mal sehen, ob ich das nehme oder was anderes. So eine Leine mit Führung, mit so einer Metallfeder. Ja, ich fahre ja gar nicht mit dem Hund, sondern immer nur alleine und muss da selber natürlich treten. Und kein Hund zieht mich und eine Anleitung haben wir. Und naja, Sicherheitshinweise und hier nochmal so eine kleine Zubehörkarte. Und netterweise hat mir der Händler dann hier nochmal irgendwie ein Brausebonbon reingeschmissen und Gemüsebällchen, die sind wahrscheinlich nicht für mich. So sieht der Rahmen dann aus, wenn man ihn mal befreit hat von der ganzen Plastikverpackung. Die Gabel, die steckt ja schon drin, ist aber noch nicht richtig befestigt mit dem Lenkervorbau. Muss man dann noch hier entsprechend festklemmen. Und das ist hier so ein System mit so verschiedenen Metallringen. Da kann man dann die Höhe des Lenkers mit einstellen, indem man den einfach eben hier oben anschraubt oder unterhalb einiger Ringe. Ich werde wahrscheinlich nur einen Ring oben lassen, denke ich mal. Genau ist es jetzt nicht beschrieben in der Anleitung. Dann ist der Lenker relativ hoch, aber dann kommt hier dieses Rohr nicht so hoch raus. Da habe ich ein bisschen Angst, wenn man da doll bremst oder so, dass man mal da drauf landet. Also in der Abbildung hat man hier die höchste Stellung gewählt. Ich habe das jetzt ein kleines Stückchen tiefer gesetzt. Ein Freund von mir hat das noch tiefer gesetzt. Also es hat was auf sich mit diesen Ringen hier. Das ist durchaus sinnvoll für die Höhenverstellung. Aber wie gesagt, diesen Pupsel, den wollte ich so klein wie möglich erstmal halten und dann mal gucken, ob ich mit der Höhe klarkomme. Die Schrauben habe ich jetzt erstmal nur leicht handfest gedreht. Hier habe ich auch noch nichts großartig befestigt. Muss ich alles sehen, wenn ich dann draufstehe und dann richte ich mir das alles entsprechend aus. Bevor ich das Vorderrad jetzt montiere, muss ich noch die Transportsicherung hier entfernen. Das ist dieses Plastikding. Da kommt ja dann das Rad rein. Das kommt auch später in den Müll. Und hier ist auch noch so eine Sicherung drin zwischen den Bremsscheiben, damit dann auch die Bremsscheibe einen entsprechenden Zwischenraum hat, um dann reinzugleiten, wenn ich das Rad einsetze. So, gleiches Spiel mit dem kleineren Hinterrad. Das kommt hier in die Aufhängung hinten rein. Auch hier
so ein roter kleiner Schutz, den man rausziehen muss zwischen den Bremsscheiben. Hinten ist kein Schnellspanner verbaut, sondern so ein Ding mit einer Sicherung hier, die dann am Rahmen anschlägt, damit sie sich nicht weiter dreht. So, das Hinterrad ist auch montiert. Der Anschlagszapfen, der hier dran war, der soll im Rahmen sein. Habe ich eben gerade falsch gemacht, jetzt nochmal korrigiert. Wahrscheinlich, damit sich dann diese Schraube nicht verabschieden kann, falls sie sich mal löst. So Leute, das war's jetzt mit der ersten Ausfahrt und es hat richtig Spaß gemacht, bis auf die ganzen Mücken im Wald. Die haben mir das Filmen ein bisschen erschwert. Man merkt schon, dass man ein richtiges Geländegerät hat. Vorne die 26 Zoll Bereifung, hinten 20 Zoll. Ist absolut toll im Gelände. Federgabel macht einen super Dienst. Auch die Scheibenbremsen, die Investition, die hat sich, glaube ich, gelohnt. Die etwas günstigere Variante zu dem Kostka Mushing Max ist ja der Mushing Fun, der hat nur diese Felgenbremsen, die sich dann vielleicht irgendwie mit Schlamm zusetzen und die Felge zerkratzen, und das finde ich immer nicht so toll. Absolut problemlos, da brauchte man nichts einstellen, es hat sofort alles super funktioniert. Dann kurz zu dem Roller selber, also 12,5 Kilo wiegt das Ding. Bis zu 150 Kilogramm darf der Fahrer wiegen, laut Hersteller. Bodenfreiheit an der tiefsten Stelle 120 mm, also 12 cm. Ist im Gelände super. Auf der Straße hat man natürlich einen gewissen Kraftmehraufwand gegenüber tiefer liegenden Rollern. Das ist sicherlich klar. Das Hinterrad lässt sich aber auch in der Höhe nicht verstellen, wie bei meinem Jedu Dragster. Die Länge des Trittbrettes ist 44 cm und das wesentlich Wichtigere ist mir eigentlich hier die Breite. Schaut es euch nochmal an. Im Video habt ihr das ganz kurz gesehen. Da kann man auch mit beiden Füßen parallel draufstehen und das ist wirklich total angenehm zum Fahren. Ja, und das Ganze natürlich made in Czech Republic und das gefällt mir natürlich gut, wenn wir mal irgendwas haben, was wirklich in Europa hergestellt wird. Insgesamt sind die Komponenten sehr hochwertig, man merkt das beim Fahren, die Lager laufen absolut super und jedes kleine Detail stimmt einfach, muss ich einfach mal sagen. Tolle Bremsen, wie gesagt, und die Griffe alleine schon, ja, da sind hier so Schräubchen zum Befestigen. Der hier war noch nicht ganz festgezogen, das war das Einzige, was mich auf der Fahrt so leicht gestört hat. Die werde ich jetzt einfach nochmal festziehen, hier die Schrauben, und dann ist dieser Griff auch richtig arretiert. Jetzt kräht gerade ein Hahn von mir. Kennt ihr vielleicht aus meinem anderen Kanal, Bobby's Chicken Farm. Ich hoffe, das kleine Video hat euch ein bisschen weitergeholfen bei der Kaufentscheidung. Wie gesagt, von meiner Seite her klarer Daumen hoch für das Ding. Und ich werde in den nächsten Monaten
wahrscheinlich noch die eine oder andere Tour damit drehen und richtig viel Spaß haben. Dann sehen wir uns gerne bei einem anderen Video wieder. Bis dahin. Tschüss.